Bis zum schiefen NATO, welch ein Ort. Da treffen sich Helden von nah und von fort. Mit Bier und Gesang, bei Kerzenschein. Im Wirtshaus zum schiefen Rat, da fühlt man sich fein. Hallo, liebe Hobbyleuts, willkommen zu einem weiteren Podcast. Der gute Heiko ist wieder da, der König auf dem Berg. Und heute sprechen wir über die Davi. Genau. Hallöchen. Ja. Mein werter Heiko hat ja eine richtig tolle Zwergenarmee. Und neben den Tiermenschen ist er vor allen Dingen eins, ein leidenschaftlicher Davi. Mit Leib und Seele, wie er da vor mir sitzt. Klar, natürlich. Hallo. Dein Zwerge auf jeden Fall. Deine Davi sind ja aus Sufbar. Richtig. Ja, das ist so eine Zwergenstadt. So ein Hafen ist das, ne? Nein, ist kein Hafen. Nicht? Hafen war Barakwar. Barakwar, Entschuldigung. Sufbar. Sufbar, das waren die Techniker. Techniker, Das war das mit dieser ganzen Mechanikus-Akademie. Also nicht Technikus, Technikus war Imperium. Ja. Mechaniker, also diese Mechanikus waren das. Maschinisten, genau. Maschinisten waren es, ja. Richtig. Wenn, dann wollen wir es ja richtig machen. Maschinisten. Ja. Mein Bell war Eisenzahn, der ruht mit neumodischer Kram. Ja, genau. Gut, ja, der Hüter und der König. Ja, genau. Der Hüter und der König unterhalten sich darüber mal. Wie groß ist deine Zwergenarmee? Zusammengebaut oder den Pile of Shame, wie es so schön heißt? Also spielbar, zusammengebaut, bemalt. Schweigen. Okay. Der ein oder andere Zwerg, der vertritt dann meine Runden da drin. So. Gut, ja, ein paar habe ich, also wie gesagt. So. Sagen wir mal zusammengebaut und spielfertig. So rum. Zusammengebaut, spielfertig. Ungefähr, also mindestens 1500. 1500 Punkte. Würde ich jetzt so aus dem Bauch heraus schätzen, es könnte noch 2000 sein. Okay. Ja, wie würde deine 1250 Punkte Armee der Zwerge aussehen? Die Zwerge sind jetzt gerade... Kanonen, jede Menge Kanonen. Ich würde die Schlacht der 1000 Kanonen nachspielen, wenn es ginge. Geht leider nicht. Was ist besser als 1000 Kanonen? Richtig, nochmal 1000 Kanonen. Richtig, genau. Ja, also Anführer bei 1250 Punkten... Ein Tain. Ja, Armeestandarte auch. Ja, nein? Nein. Gut, braucht man nicht, ne? Weil die sind ja recht mutig, die Zwerge. Die sind sowieso mutig, immer mutig. Natürlich, hallo Zwerge. Zwerge, was eine Frage. Davi. Genau. Gut, also ein Tain auf jeden Fall. Der wäre es auf jeden Fall. Warum? Über König könnte man sich streiten. Warum kein Runenschmied oder kommt der noch dazu? Würdest du einen Runenschmied dazu nehmen noch oder nicht? Ja... Dazu ist immer eine Frage der Punkte, was man auch spielen möchte. Mhm. Ein Runenschmied kommt drauf an, gegen was ich kämpfe. Mhm. Ja. Also gerade gegen Hochelfen zum Beispiel oder gegen Waldelfen. Hochelfen, also alles, was Magie benutzt. Genau. Chaos. Magie. Chaos. Ja, da könnte man auch sagen, man nimmt einen Runenschmied mit, er bringt halt nette Gimmicks mit für Einheiten. Mhm. Das hat er ja vorher schon getan. Aber generell erstmal einfach einen Tain? Aber im Primär würde ich wahrscheinlich eher einen Tain vorziehen. Mhm. Ich mag das halt. Gerade bei denen Nahkampf, das ist ganz cool. Manche Zweihandwaffe mit einer guten Rune drauf. Richtig. Ja. Das sorgt schon mal, das hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Ja. Dürfen den auch zu 50% ausrüsten, machen wir aber halt nie, ne? Weil wir wollen ja eine schöne Armee haben. Richtig. Na, also den Tain gut ausgerüstet, in eine tolle Einheit reinpacken. Tut weh, ne? Also ein bisschen eine Zweihandwaffe, bam, ja. Haut rein. Gerade so mit dem Herausfordern ist es ja sehr interessant. Genau. Weil man auch irgendjemand brüllt, hallo, kleiner Zwerg. Ja, weil man ja auch den Hass von seiner Armee jetzt ein bisschen anders der Hand haben muss. Stimmt, es gibt ja diese Erbfeindschaft. Diese Erbfeindschaft. Richtig, die ist hier jetzt ein bisschen anders gelöst. Die ist ein bisschen anders gelöst, okay. Genau. Ja, also darf man auch ein Mischenlandteig? Darf ein Tain werden, ne? Darf ein Tain, ja genau, ein Tain. Mhm. Ja, also Armeestandarte ist für manche Völker... durchaus von Vorteil, gerade bei Tiermenschen zum Beispiel. Oder halt auch bei Orks und Goblins, habe ich auch gesehen. Bei Tiermenschen kann man drüber streiten. Boah. Da kann man echt drüber streiten, weil man hat schon Moralwert von 10. Ja. Warum ich vor allen Dingen von 1250 Punkten spreche, ist deswegen,
Weil in diesen Boxen, die ja so rausgekommen sind, also die Bretonen und Camry zum Beispiel, das sind ja immer so im Schnitt 1052 Punkte gewesen. Und es ist ja eigentlich auch zumindest... Die Orks auch. Die Orks auch. Stimmt, ja, die haben auch, die haben ja auch eine Box bekommen. Auch eine Box, stimmt. Die Streitwegen, Orkkrieger, Goblins. Ja doch, stimmt. Die haben eine Box bekommen. Richtig. Okay. War zwar kein Regelwerk drin, wie bei den Camry oder Bretonen, aber sie haben eine Box bekommen. Und jetzt kommen halt als nächstes die Zwerge. Zwerge. Okay. Genau. Ja. Was glaubst du, ist in dieser Box drin? Was ich glaube? Och, das kann man mit Sicherheit im Internet nachgucken. Zwergenkrieger, Armeeschützen. Da werden Gyrokopter dabei sein, auf jeden Fall. Gyrokopter? Ja, da wird einer dabei sein. Also ich kenne es jetzt nicht, ich habe es jetzt auch nicht. Ich meine, da gibt es Bilder zu genügend. Die GW-Seite bietet ja da alle möglichen Krempel. Aber da wird ein Gyrokopter drin sein, da werden Armbrustschützen drin sein und da werden Krieger dabei sein. Mindestens. Mhm. Würde ich jetzt mal so aus dem Bauch raus sagen. Wie gesagt, es gibt Internetseiten, da kann man das nachlesen. Bei Games Workshop selber. Was ich gesehen habe, sind die... Bei der Vorbestellung, die ja jetzt läuft. Oder die eigentlich schon verschickt wurde. Es gibt ja eine Riesendiskussion, habe ich gesehen. Und zwar von den Slayern. Nicht von den Figuren, sondern die Bemalung. Die Slayer sind... Ein Riesenaufschrei, Diskussionen in den Foren. Die Slayer sind, also die haben ja noch diese orangen Haarkämme oder nur noch so ein bisschen. Also die haben auch verschiedene Bärte, blond, braun, hellbraun, dunkelbraun, schwarz, grau. Ja. Und da ein Riesenaufschrei. Warum haben die nicht mehr richtige orangene Bärte und alles? Die wollten vielleicht was Neues ausprobieren. Ich verstehe es nicht. Und die Figuren, das sind neue Slayer-Figuren, ne? Habe ich ja gesehen. Das sind neue Slayer-Figuren. Also das waren keine alten. Waren es nicht die alten? Nein. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass sie die alten rausbringen. Ich meine auch, aber ich habe die mal verglichen mit denen. Also bitte korrigiert mich jetzt, schreibt das gerne in die Kommentare, ich bin mal gespannt. Aber die Slayer, die ich gesehen habe auf der Games Workshop, beziehungsweise hier in dem Buch, weil wenn man hier guckt... Wenn ihr bei den Zwergen im Strahlen der Heere Buch guckt, da sind Slayer drin. Ja, und das sind die alten. Aber ich habe bei der GW-Seite neue Zwerge gesehen. Die sahen ganz anders aus. Vielleicht irre ich mich auch, aber ich war das, überrascht. Was sind, sind die alten. Die neuen, das, ich muss zugeben, ich habe mich da mit dem Release nicht so, oder mit dem, was es da so gibt, so extrem befasst, aber ich meine, es waren auch die Alten. Ich meine, es waren die Alten. Vielleicht habe ich das auch in meinem Tran irgendwie übersehen, in meiner typischen balduinischen... Es kann nur sein, dass sie vielleicht auch ein paar neue Posen dabei haben. Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber, soweit ich weiß, sind das noch die Alten. Ja. Und wie gesagt, die meisten haben sich gewundert anhand der Bemalung. Würdest du deine Zwerge... Nee. Die müssen orange sein, ja? Wäre meine Meinung. Also... Ich habe genügend auch, die orange bemalt sind, also die Bärte und die Haare. Mhm. Da würde ich jetzt nicht hingehen und unbedingt alles ummalen. Ja, aber ich finde die aber auch interessant. Also ich würde denen zum Beispiel orangene Elemente geben, aber ich finde die eigentlich ganz schick. Aber es scheiden sich ja bekanntlich die Geister daran. Ja, wie gesagt, das ist... Würdest du Slayer in deine Armee reinnehmen bei 1052 Punkten oder nicht? Punkte technisch. Also ich würde es gerne mal versuchen. Weil ich weiß, sie sind relativ teuer von den Punkten her selber. Dadurch, dass man ja so viele Riesenslayer mitnehmen kann, wie man möchte, was ja seit jeher bei Slayern der Fall ist. 12 Punkte immerhin, einer. Ja, ja. Aber du musst sie noch ausrüsten. Richtig. Sogar, ne? Das Waffenstarrend ist weg, beziehungsweise Slayer-Axt. Stimmt, die konnten früher, hatten die alles dabei. Also richtig, da hast du in jeder Runde entschieden und das hast du jetzt nicht mehr. Jetzt musst du am Anfang dich entscheiden, was sie dabei haben. Zwei Handwaffe, zusätzliche Handwaffe. Nur Schild ist raus. Die brauchen keine Rüstung. Wer braucht Rüstung? Wir sind auf dem Weg in den Tod. Slayer, genau. Wir wollen sterben. Heroisch ehrenhaft im Kampf. Genau. Wir wollen den Dämon erschlagen. Ja, vor allem hier die Sonderregel, hier dieses Trau dich. Jedes Modell mit dieser Sonderregel kann Herausforderungen aussprechen und annehmen wie ein Charaktermodell. Mhm. Und die Slayer haben Sonderregel. Trau dich. Genau. Wenn da also ein ganzes Regiment Slayer nach vorne läuft und da ist dann so ein erhabener Champion des Chaos, ja, und sagt, oh, Herausforderung, und alle gleichzeitig hier. Na.
Nicht so ganz, es dürfen nur die Riesenslayer, wenn ich das so richtig sehe. Nur die Riesenslayer? Ja, nur die Riesenslayer. Stimmt, nur die Riesenslayer haben Traurig. Aber davon darf man bekanntermaßen sehr viele mit in die Einheit reinpacken. Allein nur das Gesicht von dem erhabenen Champion des Chaos so, ich spreche eine Herausforderung aus. Und das ganze Regiment der Slayer brüllt, hier, ich zuerst. Ja, aber es darf wahrscheinlich immer nur einer sein. Also das kann Natürlich. Ich mir jetzt nicht vorstellen, dass da auf einmal dann so, hey, ich habe 5 Riesenslayer, Glückwunsch, leg dich mit denen an. Nein. Ich stelle es mir aber schön vor, ich stelle es mir lustig vor. Ja, auf jeden Fall, lustig ist auf jeden Fall. Aber kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. So, und dann Slayer, bei einem Verwundungswurf dieses Charaktermodells ist jedes Ergebnis von 4 plus ein Erfolg, unabhängig vom Widerstand des Ziels. Ja gut, das kennt man ja. Das ist ja bei Slayer ein Standard. Gewesen. Also was ich, die greifen Trolle an, die greifen Baumschrate an mit Widerstand von 5, ist mir egal, ich verwunde auf die 4. Die kämpfen gegen den Chaosdrachen. Genau, weil die haben im Schnitt haben die eine Stärke von 3. Gut, Riesenslayer mit Stärke 4. Aber denen das ist völlig egal. Standard. Das ist auch immer so gewesen. Das muss man sich mal überlegen, ne? Weil egal wie stark der Widerstand ist, oh, ich habe Widerstand 6, egal, die 4. Die können halt auch mal eben so einen Riesen klein hacken. So ein bisschen auf Augenhöhe. Was ich auch sehr schön finde, ist, gerade bei den Slayern, weil wir gerade davon reden, so dieses Thema mit den offenen Rängen, finde ich eine tolle Sache. Ach, muss siehst du, sagen, das habe ich gar nicht gesehen. Die haben offene Ränge und damit sind sie auch sehr, sehr mobil, was das angeht. Mhm. Das heißt also auch Gelände oder sowas interessiert ja nicht. Nicht Gelände. Nein, nein, nicht? Aber offene Ränge besagt halt zum Beispiel, am Ende deiner Bewegung darfst du eine 90-Grad-Drehung durchführen. Am Ende der Bewegung? Siehst du, das wusste ich gar nicht. Das heißt, das sie laufen so, da voran? Da bist du ein bisschen wendiger, ne? Das finde ich ganz witzig. Ah ja gut, man ist halt eigentlich nur fast nackig oder schlimmer. Ja, sie sollen wenigstens eine Hose anhaben, das wäre ganz wichtig. Wenigstens das. Wenigstens oh Gott, das. Bitte, bitte, zieh eine Hose an. Ja, sonst rennt der Gegner gleich schreiend weg. Oh mein Gott. Slayer, der Name. Slayer, genau. Genau. Nee, also finde ich ganz cool, muss ich zugeben. Ja, also Slayer ist eine ganz eigene Sache für sich. Also ich liebe die einfach. Ich mag sie auch unheimlich, ja. Ich muss mal schauen. Ich glaube, ich habe sogar noch hier nur noch Modelle von Skibor damals. Die Slayer-Modelle haben mir sehr gut gefallen. Die habe ich mir zugelegt. Da habe ich 20 Stück tatsächlich von. Ich glaube, ich habe auch welche gesehen bei dir. Also, ja, ich habe sie noch verpackt. Also sie sind noch nicht zusammengebaut, weil sie in der 8. Edition nicht so mein Favorite waren, muss ich zugeben. Ja. Aber ich finde sie sehr, sehr witzig. Gut, ich bin auch ein alter... wie heißt denn das Ding noch? Das Slayer-Herr von Karakatrin habe ich auch mal damals gespielt. Deswegen habe ich so viele mit Slayer. Mit den Damas-Drängi. Mit den Damas-Drängi. Auch die habe ich noch. Die muss ich mir zum Glück nicht vorbestellen. Das sind übrigens die mit diesen Eisenketten, wo Äxte dran sind. Dieses, wo man jetzt auch wieder bestellen konnte. Die Zwergen-Fanatics. Genau. Und ich habe auch noch den Goblin-Schnitter daheim. Alles da. Alles super. Alles perfekt. Ist der Goblin-Schnitter eigentlich hier drin? Nee, ne? Also im Buch nein. Nee, aber der kommt jetzt mit dem Arkan-Journal ist er drin. Wenn ich es noch richtig im Hinterkopf habe. Mit dem Malakai... Man konnte ihn auch wieder bestellen. Genau, Malakai Markaison. Markaison, genau. Genau. So, kommen wir mal... Regeln weiß ich jetzt allerdings nicht. Ja, das so, machen wir mal... Sehen wir dann, wenn wir das Arkan machen wir bei einem anderen Podcast. Richtig. Kommen wir mal jetzt, und das interessiert mich jetzt mal am meisten, beim König auf dem Berg, weil er durch und durch ein Zwerg ist. Der einfache Zwergenkrieger. So. Ja. Der kostet ja 8 Punkte. Ja. Und allein jetzt mal die Ausrüstung. Zweihandwaffen, ne? Weil die haben ja sowieso schon eine niedrige Initiative, wissen wir ja bekanntlich. Genau. Mit Schilden oder ohne Schilde? Macht sie doch mal einen Punkt teurer. Also er kostet kostet 8 Punkte, mit Zweihandwaffe kostet er 9 und mit Schilden dann sogar noch 10. Nein. Also ich würde mit... Die haben schwere Rüstung? Wie heißt das? Ja, sie haben schwere Rüstung. Das würde ich mir als Option offen halten, wenn ich Punkte übrig hätte. Aber ansonsten würde ich sie auf jeden Fall mit Zweihandwaffe spielen. Dann kosten sie 9 Punkte. Und dann würde ich erstmal gucken, was die Punkte sprechen. Weil du darfst ja auch noch, wie heißt es, du musst ja noch ausrechnen, hier unten darfst du ja auch noch diese Veteranen gut ausgebildet und so weiter. Mhm. Diese darfst du geben. Standartenruhen dürfen sie sogar kriegen, die Zwergenkrieger. Deswegen, also, da würde ich mich jetzt noch nicht festlegen, ob ich Schilde mitnehme oder nicht. Weil eher würde ich sagen, naja... Aber Zwergenkrieger ist so eine Einheit, die nimmst du durchweg immer rein. Oder nein, immer würde ich nicht sagen. Also immer ist immer... Also bei 1000 ist ein schwieriges Wort, weil 1052 Punkten? Ja gut, es finde gibt ich auch nur andere. So. Es gibt auch eine andere interessante Variante. Man kann auch sagen, man erfüllt seine Kernauswahlen, die man treffen muss. Erfüllt man mit irgendeiner Art von Schützen, sei es Armbrust- oder Musketenschützen, das ist egal.
Und man nimmt sich dann etwas härtere Kämpfer mit, zum Beispiel Eisenbrecher oder Langbärte. Slayer, Langbärte und so weiter. Also Langbärte sind eigentlich Veteranen, sage ich mal, der Zwergenkrieger. Das sind halt Optionen, die man hat, dass man dann sagt, ist okay, man hat halt seinen Standard abgedeckt mit so Schützeneinheiten. Mhm. Ist jetzt egal, welche Armbrust oder Musketen, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber, und dann nimmt man halt als Kämpfereinheit eine mit und die hat einen richtigen Bums hinten dran. Ich meine, dass Armbrustschützen immer am besten sind. Ja. Der ewige Streit. Es geht um Kämpfer. Da ging es um Kämpfer. Ja. Okay. Genau. Ja, also Zwergenkrieger sind für mich persönlich immer so ein Muss. Das ist bei mir immer drin. Also, in der Regel. Das ist auch der Unterschied. Das ist auch das Schöne, dass es halt nicht eine richtige Variante gibt. Ich sag ja, man kann unterschiedliche Sachen mitnehmen. Ja. 15er Zwergenkrieger-Einheit, das ist auch erstmal ein Block, den man weghauen muss. Definitiv. Vor allen Dingen, weil du ja auch die Armbrustschützen als auch die Musketenschützen, denen gibst du Schilde. Und wenn die in Nahkampf kommen... Hansa Löhne noch eine leichte Rüstung. Und ein schlechtes KG. Das hat sich geändert. Nee, die haben schwere Rüstung. Haben sie schwere Rüstung? Haben sie schwere Rüstung. Aber ein schlechteres KG. Stimmt. Die treffen nicht so toll. Früher hatten sie ein KG-4. Zwergenkrieger haben KG-4. Stimmt. Richtig. Stimmt, siehst du? Deswegen. Es sind halt dann schlechtere Nahkämpfer, sage ich. Ja, es ist eine Aber nette, immerhin. Es ist eine nette Idee, um zum Beispiel leichte, wie heißen sie? So leichte Vorhuteinheiten in die Flucht zu schlagen. Das können die immer noch super. Ja. Ne? Der Widerstand 4, der hält sie im Spiel, genauso wie die schwere Rüstung. Mhm. Stimmt, schwere Rüstung haben sie behalten, KG-3. Genau, so war's. Ja. So, wenn ich jetzt mal hier weiter blättere, kommen wir zu den Grenzläufern, Hammerträger. Grenzläufer ist ja so eine Sache, finde ich, die machen, finde ich, viel Sinn, wenn der Gegner auch Beschuss viel hat. Weil die haben die Möglichkeit, als Kundschafter vorzugehen und vielleicht schon, was ich, Kriegsmaschinen auszuschalten. Richtig. Ja, und durch also zusammen auch gleich mit den Bergwerkern. Die haben auch die buddeln sich ja irgendwie da raus. Ja gut, ich weiß es jetzt nicht genau, wie es in der Edition ist, aber ich glaube, die werden auch kommen vom Spielfeldrand, die Bergwerker, um die mal abzuschließen. Genau, die Grenzläufer sind Kundschafter. Die darfst du ja dann positionieren, wo du willst. In der Regel, Deckung hast Kundschafter, genau. Genau. Die kann man dann in 12. Abstand positionieren. Ja, irgendwie sowas. So war es früher, wie es heute ist, müsste es genauso sein in etwa. Überfall haben die, genau. Genau, und die kommen vom Spielfeldrand reingelaufen. Ja. Genau. Diese Sprengladung haben sie noch. 6 Zoll Reichweite können die werfen. Das fand ich immer interessant, weil die haben in dem Gussrahmen, also wenn die Bergwerke wiederkommen, und das werden sie mit Sicherheit, die Gussrahmen. Ja, ja. Wie viele brauchst du? Alle. Alle. Nein, also die Bergwerker ist eine Einheit bei mir in der Armee, die haben in diesem Gussrahmen, da sind so Dynamitstangen drin. Ja. Da ist ein Pony mit drin, eine Lore ist mit drin, da sind ganz viele Bits drin. Und da habe ich mir in meinem Bergwerkerregiment habe ich mir so eine 40x40 mm Boden gemacht, extra, wo halt Sprengzeug drin ist, ein Pulverfass. Und dann habe ich so einen besoffenen Zwerg daneben gemacht, der sich so locker auf eine Axt stützt, ja, auf diese Spitzhacke und was trinkt und so. Ich hätte jetzt eigentlich eher gedacht, die Pfeife, weißt du, so die mit Pfeife. Offenem Feuer oder, neben genau, dem das Ding. Das hätte ich eigentlich machen wollen, aber ich... Ja. Es geht nichts übers Bier. Bier oder Pfeifchen müssen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen, oder? Aber offenes stimmt, Feuer in der Nähe Pfeifchen, von Sprengstoff. Von Sprengstoff, so oha. Das hat einen Grund, warum er allein da ist. Ja. Und gut, dass er besoffen ist. Das ist der Verrückte. Ja, das ist der Verrückte. Ja. Ja, also Bergwerker finde ich eine unglaublich wichtige taktische Einheit. Also das ist so eine Einheit, die auch der mein Runenschmied Belva Eisenzahn favorisiert. Also er ist richtig dicke mit den Bergwerkern, weil, wie gesagt, Spitzhacke, Sprengstoff, da ist er jetzt noch nicht begeistert, aber Sprengstoff wiederum für das Buddeln von Erz verwenden, das ist dann wieder in Ordnung. Ja. Also super. Alles andere ist neumodischer Kram. Sehr schön ist auch zu sehen, dass du halt auch nicht nur diese Überfallmethode halt hast, sondern auch halt Vorhut. Die einfache Vorhut. Du darfst eine Bewegung durchführen, darfst dich nach vorne bewegen. Bist schon mal näher am Gegner dran. Richtig. Ja. Kann interessant sein. Ja, Überfall, Vorhut,
Resolut, das war nochmal eine eigene Einheit, genau, mit den Schilden, glaube ich. Mit diesen, nee, die kriegen so einen. Nein, das Resolut war, dass du, wenn du wegläufst, oder also eine Flucht- oder Verfolgungsbewegung ist minus 1, wenn ich es so richtig im Hinterkopf habe. Weil das ist das, was ja die Zwerge jetzt wieder haben. Resolut war in der 8. Edition. Und sie Geschichte. Sind Magieresistenz. Die Magieresistenz sehe ich hier überall. Richtig. Die Slayer haben Magieresistenz 2. Richtig. Also eine Fülle von Sonderregeln, die einem... Bitte? Resolut. Alle Modelle mit dieser Sonderregel erleiden einen Modifikator von minus 1 auf alle Flucht- und Verfolgungswürfe. Ah, das ist halt ihre Schwäche. Ne? Kurze Beine halt, ne, die Zwerge. Richtig. Haben sie wieder übernommen von früheren Editionen. Alteingesessene Zwerge wissen das natürlich. Genau. In der 8. Edition war Resolut, dass sie plus 1 auf Stärke, wenn sie angreift, bekommen. Das war Resolut früher. Ja. Hat sich aber erledigt. Wie gesagt, viele Änderungen. Kommen wir jetzt mal so ein bisschen zu dem Thema Gyrokopter und Gyrobomber. Mhm. Da du jemand bist, der, also ich habe bisher bei dir eigentlich nur einen Gyrokopter gesehen. Viele nutzen auch, hauptsächlich erstmal gerade bei den kleineren Spielen, nur einen Gyrokopter. Bei Gyrobomber, glaube ich, weiß nicht, den kannst du erst bei größeren Spielen einsetzen, ne? Nö. Nicht? Nö. Ich habe ihn dem Netz bei 750 Punkten eingesetzt. Okay. Ah, okay. Bei 750 habe ich ihn eingesetzt bekommen. Kriegsmaschinen, ja, das ist seltener. Selten. Okay, Grenzläufer, Gyrobomber, siehst du? Selten. Okay. Selten. Und hat keine 1000-Punkte-Beschränkung. Okay. Habe ich einfach mal eingesetzt. Wollt wissen, wie es ist. Okay. War lustig. Was für eine Erfahrung. Also Gyrokopter und Gyrobomber. Was ist der Unterschied? Mal abgesehen von den Punktekosten, ganz klar. Ja, natürlich. Der Unterschied ist halt ganz einfach. Der Gyrokopter darf halt nur einmal pro Spiel seine Bomben über eine Einheit abwerfen, über die er sich drüber bewegt hat. Mhm. Der Gyrobomber macht das eigentlich am laufenden Band. Der hat da ein paar mehr zum Abschmeißen. Der hat da ein paar mehr zum Abschmeißen. Mhm. Sehr interessant ist halt einfach auch nur, dass man das auch in der Bewegungsphase macht, bei beiden. Das ist wirklich sehr interessant. Das machst du nicht in der Schussphase, sondern das machst du direkt in der Bewegungsphase. In der Schussphase kannst du dann sowas einsetzen, die Optionen, die er hat. Diese richtig, Ratterkanone, Schwefelkanone und du hast auch die Dampfkanone. Mhm. Dampfkanone hat er halt standardmäßig, alle beide. Ja. Fliegen 9. Richtig. Und der Gyrobomber ist ein bisschen langsamer mit 8. Richtig, mit 8. Also plus den 1W6, den du mit den 2W6 würfelst. Du meinst jetzt bei... beim Bewegen dann. Nicht beim Bewegen. Beim Angriff dann, ne? Hast dann, das ist sein B-Wert. Wenn der Fliegen 8 steht, dann hat er anstelle von B1, was hier oben in seinem Profil steht, hätte er B8. Und das darf er marschieren sogar. Also 16. Bis 16 Zoll okay, darf er marschieren. Ja. Genau. Interessant, weil standardweise immer dann direkt da oben und vielleicht mit in Klammern. Naja, ist ja auch egal. Richtig. Jedenfalls diese beiden technischen Wunderwerke, nenne ich es mal, also der Anskuss Blutfaust ist ja ein bisschen Feuer und Flamme, der will ja eigentlich diese Neuerung, aber naja, sein Runenschmied, der Belvar, der bremst in der Richtung. Allein die Diskussion schon um einen Katapult ist ja schon ausgebrochen, da ist er ja schon misstrauisch geworden. Naja, egal. Ja, es ist halt auch sehr schön zu sehen. Also ich habe jetzt Zwerge einmal gespielt. Es hat sich einfach vorher nicht so ergeben. Gegen Grünhalter? Gegen oder was? Gegen nee, Klaus? Ich bin gegen Khemri gezogen. Gegen Khemri? Ja, die wollten doch tatsächlich mehr Außenanlagen plündern. Das ging ja gar nicht. Tschüss. Wir haben ihn dann erstmal erklärt, heute nicht. Es war bestimmt einer von den Urgroßvätern, die in Khemri irgendwas geplündert haben und so eine kleine Brosche mitgebracht haben. Von wir plündern nicht. Wir haben zurückerobert. Nein, wir haben gefunden. Wir haben gefunden und außerdem zurückerobert. Was diese komischen Knochengerüste da auch immer wollten. Egal. Und da hat es sehr schön gezeigt, wie auch die Regeln bei, weil wir ja halt bisher noch nicht so an die 1000 Punkte rangegangen sind, wie sich dieses mit diesen ganzen Schablonenwaffen verhält. Das ist gar nicht so viel. Man meint immer so von wegen so, 3 Zoll, 5 Zoll Schablonen sind sehr, sehr groß. Mhm. Aber wenn man halt tatsächlich mal sieht, dass man auch nur angekratzte Modelle auf die 4 plus verwundet, wenn man da kein Würfelglück hat, dann ist das sehr, sehr wenig. Ja. Und von daher, es liest sich immer toll, wenn man denkt so, cool, ich darf plus die große Schablone legen. Mhm. Aber so viele Modelle sind das teilweise gar nicht. Ich glaube, außer man hat Würfelglück.
Wenn du alle triffst, dann ist natürlich eine super tolle Sache. Ja. Über Schablonen würde ich ganz gerne beim nächsten Mal drüber plaudern. Mhm. Weil das hat halt nur gezeigt, wie schön das da so ist. Mhm. Ja, das dürfen ja beide, ne? Das also dürfen beide, ja, mal Schablonen legen. Mit dieser Schwefelkanone. Schwefelkanone oder aber auch hier unten die Bombe. Vom Büro Bomber. Der legt schon Schablone. Schablone, richtig. Aber die kleine Schablone. Das kommt drauf an, was du da unten würfelst. Bomben los. Die abgeworfenen Bomben verteilen sich über einen großen Bereich. Platziere zwei kleine Explosivschablonen. Richtig. 3 Zoll. Sodass das Mittelloch direkt über dem Zentrum der feindlichen Einheit liegt. Korrekt. Nach der Platzierung weicht jede Schablone W6 Zoll weit ab. Richtig. Jedes Modell, das sich an den finalen Positionen unter der Schablone befindet, erleidet einen Treffer mit der Stärke 4 und DS-1. Genau. Oder 3 und 4 legst du einmal die große Schablone und lässt die an. Tut weh. Bam. Aber nur, wenn du halt das mit der 4 Plus auch gut würfelst. Ja, gerade die Orks und Goblin. Weil dadurch, dass wir jetzt größere Bases haben. Ja. Gerade die Ork und Goblin Spieler. Hm. Ja, klar. Ein Ork Spieler mit einer 30er Base. Da hat er zumindest mal noch eine Chance auf die 4 Plus was zu retten. Mhm. Aber das ist dann jeweils Würfelglück oder Pech abhängig. Nennen wir es, wie wir wollen. Bei 1052 Punkte Gyrocopter oder Gyrobombe, was kommt da rein? Wie wär's mit beidem? Beide. Gut, ist meine Aussage. Ist meine Aussage, ne? Ist meine Aussage, sehr gut. Es kommt halt immer drauf an, wenn man natürlich sagt, man will mehr Kriegsmaschinen haben. Mit Ratter und Schwefelkanonen? Das beides würde ich abschütteln. Also, ja, ja, wie gesagt. Mal gucken. Wenn du Punkte übrig hast. Ich würde das wirklich sagen. Aber beide. Beide wären bei 1052 Punkten drin. Als Möglichkeit. Als Möglichkeit, ja, da kann man nehmen, was man möchte. Was man bevorzugt. So, jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zu der Artillerie. Wir haben Speerschleudern, Goldschleuder, Kanone, Orgelkanone, Flammenkanone. Und, genau. Was haben wir noch? Das war's. Hast du von dieser schönen klassischen Artillerie eine Lieblingskanone? Alle. War klar. Ja, warum frage klar, ich überhaupt? Ja. Bei 1052 Punkten, was kommt da bei dir rein? 1052 Punkte. Also Flammenkanone, Orgelkanone? Ja, das eins von beiden auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch sowas wie eine Kanone, weil ich finde Kanonen eigentlich immer wieder ganz gut. Sind ja schon ein bisschen schwächer geworden, ne? Ja, aber wie gesagt, das ist alles noch im Bereich des Möglichen. Und gerade wenn man sieht, dass auch Chaos und Tiermenschen so viele Monster dabei haben, finde ich es nicht verkehrt. Ja, und gerade die Flammenkanone, die kommt ja auch wieder. Das schöne Zinnmodell, habe ich ja gesehen. Richtig. Aber ich muss sagen, die Orgelkanone gefällt mir nicht. Das Kunststoffmodell, was man da zusammenholt. Da fand ich die klassischen besser. Die aus Zinn? Ja. Ja, da haben mir vor allen Dingen auch die Goldschleuder und die Speerschleuder besser gefallen, weil die haben wenigstens auf Rädern gestanden. Ja, das mit, ohne Räder, das bei war... Bei den neuen, wo du sie so fest hinstellst. Ja, das ist so... Nee, die müssen doch umpositionieren können. Ja, ja. Wir hatten es ja, glaube ich, mal sogar mal versucht, Räder drunter zu kriegen, aber es hat sich nicht so, nicht so doll aus. Nein, ja. Wir haben es mal versucht. Ja. Also aber Orgelkanone, Flammenkanone, eine feine Sache. Werden wir nochmal später irgendwann drauf eingehen. Richtig. So, zum guten Schluss dieses Podcastes wollte ich nochmal mit dir kurz über die Runen generell sprechen. Jo. Früher war es ja, glaube ich, irgendwie die Regel der 3, ne? Die ist nach wie vor noch da. Na, okay. Also man darf maximal 3 Runen verwenden. An einer Ausrüstung. An einer Ausrüstung. Also, das heißt 3 Waffenrunen, 3 Rüstungsrunen, 3 Talismanrunen, 3 Soldatenrunen. Ich könnte es aber jetzt hier auf meine zweihändige Axt, sage ich mal, als König, ja, könnte ich sagen, ich nehme hier... Ich hau da mal eine Schnelligkeitsrune drauf. Weil du es kannst. Weil ich es kann. Dann würde ich noch eine Feuerrune drauf knallen. Und eine Rune der Geschicklichkeit. Bam! Spricht erstmal nichts dagegen. So. Ich bin davon ausgegangen, dass man nur von einer Runenart immer 1 verwenden kann. Hm. Ist das so? Nee, ne? Regel der 3. Regel der 3. Kein Gegenstand darf mehr als 3 Runen haben. Kein Gegenstand. Kein Gegenstand. Richtig, deswegen. Eine Waffe, 3 Runen. Mhm. Regel des Stolzes, keine 2 Runengegenstände deiner Armee dürfen identisch sein. Also richtig. Ich kann jetzt nicht sagen, mein König... Tein kriegt dasselbe. Mein Tein, der bekommt jetzt die artefaktbrechende Meisterrune und dasselbe hat auch mein König zum Beispiel. Genau. Das geht nicht. Nein.
Also eine Runen, die Runenkombination, die ist wichtig. Ah ja. Das heißt, wenn du ihm eine artefaktbrechende Rune gibst, plus die Schnelligkeitsrune zum Beispiel, das ist wieder eine andere Runenkombination. Das funktioniert. Gut. Also wir werden im nächsten Podcast nochmal so ein bisschen weiter über die Zwerge plaudern, weil das kann man nicht alles in so einen kleinen, kurzen Podcast packen. Das haut nicht hin, nein. Das haut nicht hin. Also, aber es haut, glaube ich, für keine Armee. Nee, deshalb, wie gesagt, wir versuchen in diese Plaudereien einfach so ein bisschen unsere Erfahrungen, unsere Ansichten so ein bisschen einfließen zu lassen. Manches muss man nicht für bare Münze nehmen. Ist halt, sage ich mal so... nichts geschrieben, also nichts festgelegt. Nichts in Stein gemeißelt. Richtig, ne? So. Schön gesagt. Das heißt, falls ihr Anregungen oder Rückmeldungen geben wollt, haut es gerne in die Kommentare. Hier sagen wir jetzt mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Irgendwann, richtig. Tschüss. Ciao. Sich Helden von nah und von fort, mit Bier und Gesang, bei Kerzenschein. Im Wirtshaus zum schiefen Rat, da fühlt man sich fein. Ein Halbling erzählt von Gefährten und nem Ring, von Abenteuern mit diesem komischen Ding, von Feuer, den Drachen und Orken gesocks. Im Wirtshaus zum schiefen Rat klingt's laut aus der Box. Im Wirtshaus zum schiefen Rat, oh welch ein Ort. Da treffen sich Helden von nah und von fort, mit Bier und Gesang bei Kerzenschein. Im Wirtshaus zum schiefen Rat, da fühlt man sich fein. Magier und Krieger, sie heben den Krug, stoßen an auf Freundschaft, auf Glück und auf Mut. Inmitten des Trubels, da gibt es kein Trug. Im Wirtshaus zum schiefen Rat, da lebt sich so gut. Im Wirtshaus zum schiefen Rat, oh welch ein Ort. Da treffen sich Helden von nah und von fort, mit Bier und Gesang bei Kerzenschein. Im Wirtshaus zum schiefen Rat, da fühlt man sich fein.